Hallo und herzlich willkommen. Hier mal endlich wieder ein weiteres Skype-Interview mit einem Verantwortlichen aus dem Deutschen Fundraising-Verband. Ich freue mich sehr über Arne Peper. Hallo, lieber Arne. Ja, hallo Jan, freut mich auch. Du sitzt gerade in Königswinter. Warum nicht in Berlin? Der Geschäftsführer vom Deutschen Fundraising-Verband, sollte der nicht in Berlin sitzen? Der sitzt auch ganz häufig in Berlin, also mindestens alle 2 Wochen für mehrere Tage in Berlin. Okay. Dort übernehme ich dann alles, was natürlich mit der Geschäftsstelle zu tun hat, die Gespräche mit den Mitarbeiterinnen, aber auch alle Termine, die in Berlin notwendig sind, ob nun Presse, Politik oder Mitglieder, Vereine, Verbände, Kooperationen, DFG und Stiftungsrat und alle, die da irgendwo ansässig sind. Okay. Und wenn ich hier in Königswinter bin, dann mache ich natürlich sehr, sehr viel. Zur Geschäftsführungsarbeit gehört ja auch sehr viel Verwaltung, auch sehr viel Texte, Pressemitteilungen, Verträge und alles. Das kann ich sehr gut von zu Hause machen. Genau, das muss man dazu sagen, du bist in Königswinter zu Hause, also genau, jetzt gerade in deinem Homeoffice. Okay. Ich habe meine Familie hier und auch meine Familie lebt auch sehr gerne hier, genau wie ich. Aber das Gute ist ja, man kann heutzutage auch ganz viel übers Web machen, sieht man ja gerade. Genau. Und viele Termine, die ich wahrnehme, sind natürlich auch nicht unbedingt im Umfeld von Berlin. Wie gesagt, unsere Buchhaltung, die sitzt natürlich auch beim Herrn Lindemann in Wiesbaden und viele Sponsoren sitzen auch im Rheinland, bis nach Frankfurt, Darmstadt und Stuttgart hoch. Das lässt sich von Königswinter sehr viel einfacher erreichen als von Berlin. Ja. Diese Termine, die lege ich dann immer in die Wochen, wo ich hier bin und die anderen nach Berlin halt. Und das klappt auch sehr gut. Das klappt sehr gut, ja. Super. Wie fühlt es sich denn an? Wie geht es dir überhaupt als Geschäftsführer vom Deutschen Fundraising-Verband? Ganz hervorragend. Also es wurde ja im Vorfeld recht geunkt, weil ja doch einige Geschäftsführer sagen wir, etwas Pech hatten oder der Verband hatte etwas Pech. Will das auch nicht bewerten. Ja. Aber es wurde dann schon gesagt, na, das ist doch ein schwieriger Job und das ist doch auch ein Schleudersitz und, und so lange erfolgreich eine Agentur geführt und jetzt tust du dir das an. Ich habe mir das dann von einigen Beteiligten auch genau erläutern lassen, auch die Erfahrungen und wo eigentlich die Probleme gelegen haben. Mhm. Und ich muss sagen, die Probleme habe ich alle noch nicht, insbesondere mit dem jetzigen Vorstand, auch mit dem vorherigen übrigens, die wenigen Monate, die ich da hatte. Klappt die Zusammenarbeit ganz prima. Da ist ein wahnsinniges Engagement und ein Esprit da und ein Spirit, die wollen was voranbringen. Mhm. Investieren auch sehr, sehr viel Zeit. Man muss ja sagen, das sind alles häufig also Fundraiser, die voll im Beruf stehen oder auch Leute aus Agenturen, die das also alles in ihrer wirklich knappen Freizeit auch noch machen. Und das ist schon ein Sack voll Arbeit, den die haben. Und somit klappt das alles ganz, ganz prima mit den Leuten. Und die Geschäftsstelle ist ein Traum, mit denen zu arbeiten. Wirklich, die sind super engagiert, arbeiten ganz viel vor und auch mit Kongress macht ja eine Menge Arbeit, kommen wir da ja noch drauf. Ja. Dann auch mit der Agentur, mit Kaiserwetter und VOC ist das Arbeiten einfach sehr flüssig und sehr spaßig auch. Wir kommen gut voran da. Und, super. Ich denke, wir kriegen einiges bewegt. Das hört sich sehr gut an. Also ein richtig frischer Wind, neuer Spirit. Obwohl du jetzt, wie lange bist du jetzt Geschäftsführer? Im Endeffekt wird es nächsten Monat ein Jahr. Ein Jahr dann, ne? Ja, super. Geschäftsführer bin, ja. Okay. Ja, sehr gut. Dann würde ich gerne mit dir einmal zurückblicken auf letzte Woche. Du warst in Holland dann auch unterwegs und beim International Fundraising Kongress. Du warst vermutlich nicht zum ersten Mal dort. Ja, ich bin als Geschäftsführer damals der GFS natürlich häufig da gewesen, im Schnitt so alle 2 bis 3 Jahre, weil so von Jahr zu Jahr ergibt sich da nicht so wahnsinnig viel Neues, aber ich war schon häufig da, ich habe es auch immer sehr genossen, also was mich da beeindruckt in Noordwijk, das ist einfach diese positive Atmosphäre, die also alle sind unwahrscheinlich positiv motiviert und sehr kontaktfreudig, jeder ist um Austausch bemüht, also wenn es jetzt nur um die Teilnehmer geht. Okay. Und, es sind immerhin 1000 Teilnehmer gewesen aus 60 Ländern und 90 Referenten. Da kommt natürlich ganz viel rüber. Ich würde mir wünschen, dass wir so einen Spirit auch mal auf unserem Kongress hinbekommen. Ja. Aber man merkt da schon auch einige kulturelle Unterschiede, was das angeht.
Also in Deutschland ist ja doch alles immer ein bisschen ernsthafter. Und im Internet liest man jetzt zurzeit auch häufig Kommentare, wir sollten uns doch nicht so selbst feiern auf dem Kongress. Okay, Und denen würde vermutlich die Atmosphäre auf dem IFC in Noordwijk doch ein bisschen komisch vorkommen, weil da wird dann schon sehr emotional sich selbst auch auf die Schulter geklopft mal. Es wird, also da wird der Fundraiser an sich ganz anders wahrgenommen, auch von den Fundraisern, also die Fundraiser, die Fundraiserinnen. Und da wird auch häufig wäre das für uns Deutsche doch an der Grenze zum Pathos, Ja, okay. da stattfindet. Aber es kommt natürlich unwahrscheinlich viel Schwung und Begeisterung rüber. Und das trägt natürlich auch durch so eine Veranstaltung und das trägt einen dann auch mal durch langweilige Vorträge, Ja. die es durchaus auch gibt. Die ist wahrscheinlich, ja, genau, die es ja auch beim IFC gibt. Einige Vorträge sind deutlich humorvoller auch gestaltet, als das bei uns in Deutschland vielleicht machbar wäre. Ja. Ja. Aber ich bin der Meinung, wenn man einen großen Anteil Humor hat, dann bleibt das vielleicht der wenige Inhalt bleibt dann stärker hängen, als wenn man ganz viel Inhalt hat, aber keinen Humor. Kein Humor. Was waren denn deine persönlichen Highlights jetzt letzte Woche beim IFC? Du warst einer der 1000 Teilnehmenden. Also schwierig. Also es war natürlich sind einige Referenten ganz toll. Ich habe einige angesprochen, ob sie bei uns auf dem Kongress nicht referieren wollen. Richard Radcliffe zum Beispiel, ein britischer Fundraiser, der über Erbschaftsmarketing gesprochen hat, sehr inspirierend. Auch hier muss ich sagen, für Deutsche stellenweise mit einem an Monty Python erinnernden Humor. Kommt vielleicht nicht immer an, aber ich fand ihn einfach sehr inspirierend. Und das Tolle ist halt auch durch den Blick auf andere Nationen, viele von denen kommen ja aus international tätigen Organisationen, kriegt man ganz viele Statistiken, aber auch Informationen, was in anderen Ländern probiert worden ist. Und man hat auch sehr gut Gelegenheit, das mal zu adaptieren, zu überlegen, geht das bei uns? Was müsste sich kulturell verändern, damit es funktioniert? Warum funktioniert das nicht? Also sowas ist klasse. Highlight war sicherlich auch oder thematischer Schwerpunkt. Es wurde sehr stark auch über Großspender, Fundraising und besonders auch über Social Investment gesprochen. Okay, ja. Also das ist ein Hot Topic für die nächste Zeit. Da wird sich international auch ganz viel tun. Ja, okay. Und viele Länder sind natürlich in Sachen Social Media Nutzung, Internet, ein gutes Stück weiter als hier in Deutschland. Es wird dort viel mutiger experimentiert. Okay. Und es gibt schon einige durchaus auch ernüchternde Ergebnisse, was das angeht, was auch die Verbreitung über soziale Medien angeht. Man muss da seine Strategien vermutlich ein bisschen anpassen, damit man die Fehler nicht macht, die im Ausland gemacht worden sind. Das ist gar nicht schlecht. Also Ja, ich ja. kann nur, ich wundere mich eh immer, dass so wenig deutsche Organisationen da sind. Klar, es ist eine Frage des Preises. Der Aber wenn man Kongress ist sehr bedenkt, teuer, ne? ja, wenn man bedenkt, wie viele Organisationen den sehr, sehr weiten Weg aus Ländern wie Argentinien, Ja. Neuseeland oder Japan auf sich nehmen, um auf dem IFC sich Referenten anzuhören, ist es schon komisch, dass es aus dem Nachbarland ganz wenige da sind. Aber ich bemühe mich halt dadurch, dass ich dann einige Referenten, mit Tom Neukirchen war ich ja da, Ja. einige Referenten haben wir angesprochen, dass wir die wenigstens nach Deutschland holen, Okay. um da noch etwas an Informationen auch hier für unsere deutschen Fundraiserinnen und Fundraiser bereitzustellen. Ja, super, sehr gut. Das war super. Und was ich auch interessant finde, ist, dass international gar nicht in den, also der Kongress und die Vorträge nicht nach Methoden sortiert sind, Okay. wie das bei uns häufig ist, oder nach einfach und schwierig. Ja. Es gab eigentlich nur drei Slots, also drei Themenschienen. Die eine war Fundraising für viele, die zweite war Fundraising für wenige Ja. und die dritte war Führung und Management. Okay. Das war's. Das heißt, man fand also Digitales durchaus in dem Bereich für wenige. Okay. Wenige bedeutet dann Großspender, Firmenspender, Investoren. Genauso wie dass man die in Fundraising for Many fand, wo dann an die großen Massen eventuell Mailings rausgeschickt werden, Okay. Ja. Kampagnen und ähnliches. Sehr spannend fand ich das, dass dass die Methoden eigentlich gemischt werden und die Methoden sind stark auf die Zielgruppen fokussiert, auf die man geht und auch auf die Summen, die man eventuell erreichen möchte. Und des Weiteren fand ich auch sehr interessant, dass zum Beispiel zum Thema Siegel und Transparenz
nicht ein einziger Vortrag da war. Okay. Also international wird das gar nicht diskutiert. Spielt keine Rolle. Das spielt keine große Rolle. Das scheint mir eher eine sehr spezifisch deutsche Thematik zu sein. Nun könnte man sagen, vielleicht haben die ja alle schon Siegel, die müssen da gar nicht mehr drüber diskutieren. Mhm. Stimmt aber gar nicht. Viele Länder haben sowas gar nicht. Okay. Andere Länder sind sehr breit aufgestellt, was das angeht. Amerika zum Beispiel. Da muss man darüber dann gar nicht mehr diskutieren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Transparenz und die Sorge, wie kann ich mich möglichst transparent dem Spender gegenüber präsentieren, wird dort gar nicht so groß thematisiert. Das fand ich spannend, weil ja zurzeit auch gerade die große, wieder eine große Transparenzdiskussion und auch eine Wirkungsdiskussion in Deutschland läuft. Ja. Was nicht heißt, dass sie unnötig ist. Es ist nur so, dass offensichtlich der Schwerpunkt in anderen Ländern gar nicht so darauf liegt. Okay. Das hat dann aber sicher auch wieder mit der Zielgruppe zu tun. Ja, ja klar. Ja. Du hast eben schon angesprochen, Social Investments war ein großes Thema und hattest auch bei Facebook, da konnten wir ja auch deine Einträge, deine Posts ein wenig verfolgen, unter dem Deutschen Fundraising-Verband, unter der Deutschen Fundraising-Verband-Seite, so war es. Und da hast du auch schon geschrieben, dass das Thema Social Investments auch beim Deutschen Fundraising-Kongress ein Thema sein wird. Vielleicht noch kurz dazu ein wenig etwas, der Ausblick und überhaupt, was passiert gerade so im Deutschen Fundraising-Verband? Ja, also Kongress, der Fundraising-Kongress, das war ja auch einer der Anlässe, warum ich da zum IFC gefahren bin. Ich wollte da erstmal Inspiration gewinnen, Referenten gewinnen. Ich wollte schauen, ob wir thematisch auch einigermaßen auf Linie sind. Was so. Wir wollen ja mit dem Kongress auch eine Premium-Veranstaltung anbieten. Natürlich bieten wir auch Basic-Programme an für Fundraiser, die gerade mal anfangen, aber wir wollen natürlich auch neueste Trends nach vorne bringen. Wir haben dieses Jahr einen ganz spezifischen Themenslot, Großspender genannt. Okay. Da subsumiert sich natürlich alles, was mit großen Summen auch zu tun hat. Ja. Man muss ja sagen, selbst soziales Investment oder Sponsoring, man spricht ja nicht mit Firmen, man spricht mit Menschen. Also man spricht ja auch dort wiederum mit Großspendern. Ja. Also alles, was damit zu tun hat, werden wir da behandeln, auch mit Blick in andere Länder. Und ich bin froh, ich fand es schön, das zu sehen, dass das auch in anderen Ländern eines der großen Themen ist. Großspender, Firmenspenden, aber eben auch dieser ganz besondere Bereich des sozialen Investments. Ja. Also das hat natürlich dann auch wieder viel mit Wirkung zu tun. Ein Unternehmer, der sozial investiert in eine Organisation, in ein Projekt, der hat natürlich ganz andere Ansprüche an die Kontrolle und an die Wirkung, die damit ausgelöst wird, als das vielleicht ein Spender erwartet. Ja, und ja. Das ist ein sehr interessanter Trend, der bestimmt auch in den nächsten Jahren in Deutschland weiter sich ausbreiten wird. Also da sollten sich die Fundraiserinnen und Fundraiser drauf einstellen. Auch drauf einstellen, okay. Zum Kongress noch kurz, wann gibt es denn da einen ersten Programmentwurf? Weißt du da schon irgendwie was? Ja, also erste Entwürfe wird es, also der Early Bird, der läuft ja ungefähr bis Ende November. Ja. Danach werden wir dann auch erstes genaueres zu den einzelnen Themen und Referenten sagen können. Ja. Der Programmbeirat hat schon zum zweiten Mal jetzt getagt. Da muss ich auch sagen, da muss ich mich wirklich herzlich bedanken bei all den Teilnehmern. Die haben nicht nur zwei Tage komplett investiert, um sich zusammenzusetzen, um dann den Zeitplan und die Themen und die Referenten durchzugehen. Die haben auch in ihrer Freizeit halt eine Menge Zeit investieren müssen, weil immerhin gab es über 100 Einreichungen. Das sind dann ja nicht nur zwei Zeiger, die mussten also 100 Mal mehrseitige Papers mit Berichten und allem drum und dran durchlesen, das dann bewerten, um dann in einer Sitzung in einem riesen Kraftakt tatsächlich aus den 100 eine Essenz von, wir haben ja leider nur begrenzt Platz, 30 bis 40 rauszuholen, die wir dann in die Themenslots setzen. Ja, ja. Also mit den Eingereichten hätten wir drei Kongresse füllen können. Es waren auch ganz tolle Themen dabei. Sicher auch wie immer viele Doppelungen. Es gibt ja viele Fachleute bei uns, die die ein Thema zugleich besetzen. Da wird es dann sehr schwierig, die dann auszuwählen. Ja, ja.
fand aber, es ist sehr demokratisch abgelaufen. Also nichts, also zuerst mal konnte ja jeder sich bewerben, im Programmbeirat mitzumachen. Das haben nur wenige in Anspruch genommen, überraschenderweise. Und die, die dann da waren, waren sehr, sehr heterogen. Also von der Vorbildung her, von der Tätigkeit. Das zeigt sich auch im Abstimmungsverhalten. Also wir haben das sehr demokratisch gemacht. Wir haben eine Skala, ein Punktesystem eingeführt von 0 bis 3 und jeder musste halt zu jedem Vortrag im Prinzip eine Punktzahl vergeben. Und im Endeffekt haben dann die 40, 30 bis 40 gewonnen, die dann die besten Punktzahlen erreicht haben. Dadurch, dass die so heterogen waren, hatten wir dann ganz wenige Tops, also die volle Punktzahl hatten, und auch ganz wenige Flops, die gar keine Punkte gekriegt haben, und ein sehr breit aufgestelltes Mittelfeld. Da konnte es dann passieren, dass nur ein Punkt darüber entschied, ob jemand nun reinkam oder Oder nicht. nicht, okay. Und in der ersten Sitzung hatten die Kolleginnen und Kollegen sich aber schon festgelegt, sie wollen schon bestimmte Kriterien im Auge behalten. Ein wichtiger Punkt, der sicher bei allen Vorrang hatte, war, man wollte nicht immer nur die üblichen Verdächtigen dabei haben. Also sprich, wenn dann zwei Referenten da waren, die, sagen wir, inhaltlich und vom Vortragen her gleich gut waren, wurde dann eventuell sogar eher individuell natürlich bei den einzelnen Teilnehmern, aber der bevorzugt, der vielleicht nicht auf jedem lokalen Fundraising-Tag schon einen ähnlichen Vortrag macht. Weil wir, die wollten auch, haben auch gesagt, wir wollen das Programm auch ein bisschen innovativ machen. Klar, wenn ein sehr innovatives Thema da war, dann hat das natürlich alles geschlagen. Es sei denn, es war einer mit dem gleichen innovativen Thema, hatten wir dasselbe Problem. Aber so, mir tut es leid für die gut 60, die leider nicht genommen werden konnten. Und kann nur sagen, vielen Dank. Es war ganz viel Arbeit, ich weiß das. Und ich habe das selber früher oft gemacht, so ein Paper einzureichen. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend, wenn man da nicht genommen wird. Aber wir haben uns schon bemüht, das sehr demokratisch dann durchzuziehen. Ja, Somit super, haben wir jetzt okay. ein ganz breit aufgestelltes Programm, das wir dann im November stückchenweise veröffentlichten, im Ab Dezember Dezember stückchenweise dann, okay. veröffentlichen werden. Und auch den Zeitplan dann, der steht auch noch nicht voll und ganz, weil wir auch gerade an den Keynotes dran sind. Wir wollen also auch einige spannende Keynotes haben, Super. nicht nur aus dem Bereich des Fundraisings, sondern eben auch aus dem Bereich von Politik und Medien, wenn es irgendwie geht. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, bis man die alle beisammen hat, bis wir da mal raus können, damit wer dann eigentlich kommt. Und von denen hängt natürlich auch ein bisschen ab, wie wir dann den genauen Zeitplan gestalten. Okay, das heißt, Aber ein paar Namen werde ich jetzt noch nicht von dir erfahren können, wer da so als Keynote-Speaker angedacht ist. nee, können wir noch nicht. Wir haben nämlich noch keine Verträge unterschrieben und das wäre dann für die und für uns sicherlich auch peinlich, wenn wir jetzt sagen würden, da kommt jetzt der und der große Politiker und der kann dann. Nee, da wollen wir schon alles in trockenen Tüchern Ja, haben. klar. Aber wir sind gut in der Zeit. Es ist ja Mai, Genau. wenn der Kongress ist. Wobei man sagen muss, für den kommenden Kongress 2016 haben wir jetzt auch schon Termine geblockt, damit wir da nicht wieder in Zeitnot geraten. Dieses Jahr aufgrund Vorstands- und Geschäftsführungswechsel hatten wir da so ein bisschen Reservierungsschwierigkeiten, da was Vernünftiges zu finden, was dann auch nicht mit anderen Veranstaltungen kollidiert, wie dem Stiftungstag. Ja, okay. Und für 2016 haben wir den Termin eigentlich schon fertig, aber auch den verrate ich noch nicht, weil da wollen wir erstmal auch da alles fertig haben. Und jetzt bringen wir erstmal 2015 über die Bühne, genau. Ja, Sehr gut. da ansonsten sind wir mit den üblichen Dingen beschäftigt. Der Rahmen muss stehen, das Essen, ganz wichtig, Na klar. sind wir gerade dran. Zeitplan sagte ich schon, Sponsoren, nicht zuletzt aufgrund der Sponsoren können wir ja den, also es ist ja eigentlich ein sehr gutes Angebot, so ein 3-Tage-Kongress Ja, mit okay. allem Schnipp und Schnapp in so einer großen Location, die man ja auch haben muss für die vielen Teilnehmer. Ja. Durch die Sponsoren können wir das ja noch immer noch zu einem einigermaßen moderaten Preis anbieten, Okay. der sicher für einige immer noch hoch ist, aber auch da sind wir immer noch an Modellen dran, ob wir nicht für einige
da irgendwelche Stipendien oder Ähnliches hinbekommen können. Aber auch das können wir nur über Sponsoren abwickeln, weil der Verband selber hat nun auch nicht die Mittel, das zu machen. Ja. Aber auch da kommt noch was. Und die Sponsorensuche läuft sehr, sehr gut, muss man sagen. Der letzte Kongress hat da offensichtlich die Kehrtwende hinbekommen. Wir hatten ja doch ein bisschen nachlassende Sponsorenbegeisterung. Und alle, die, fast alle, die letztes Jahr dabei waren, sind auch dieses Jahr wieder dabei. Super, und wir haben also schon viele Anfragen. Ja. Und das ist toll, dass das so gut läuft. Insofern, da ist auch Kaiserwetter ganz großen Dank auszusprechen, die super, da wirklich ganz viel klingt. Und den Preis ändern wir noch. Da tut sich auch noch ein bisschen was. Wir werden dieses Jahr auf einen Sponsor verzichten. Das wurde ja auch einige Male ein bisschen angemahnt oder etwas kritisiert. Ja. Das machen wir dieses Jahr nicht. Wir machen das in Eigenregie. Okay. Wir erweitern die Jury ein wenig. Wir gucken, wir sind gerade auf der Suche nach einem Schirmherrn oder einer Schirmfrau. Für die Jury. Ja, auch da kann ich noch nichts verraten, weil da laufen die Gespräche. Klar, ja. Ja, das ist derzeit im Kongress so. Okay. Ja, am Laufen. Sehr gut. Ja, das war, der Kongress ist ja nur ein Teil der Arbeit vom Deutschen Fundraising-Verband, aber wie ich jetzt auch höre und mitbekomme, ein wirklich sehr, sehr großer. Allerdings, lieber Arne, ist die Zeit schon sehr vorangeschritten. Sie ist verflogen, verflogen wie im Flug, aber es macht Spaß, dir zuzuhören und so viele Internas dann doch auch mitzubekommen von der Arbeit im Deutschen Fundraising-Verband. Und ich würde einfach vorschlagen, wir sehen und hören uns dieses Jahr noch einmal wieder. Vielleicht dann November, Dezember, irgendwann die Zeit, wenn dann erste Programmbrocken herauskommen. Und dann können wir aber auch nochmal über ein, zwei andere Themen im Deutschen Fundraising-Verband sprechen, wenn das für dich in Ordnung ist. Aber super, im Dezember, Ende November trifft sich der Beirat wieder. Dann geht es auch um das Budget des nächsten Jahres super, und um Investitionen und neue Produkte, die wir haben. Ja. Da kann ich Stichwort DM-Panel nennen. Genau. Und darüber würde ich dann gerne nächstes Mal ausführlich mal was erzählen, weil das ist auch noch eine sehr spannende Sache, die wir da am Start haben. Sehr gut. Heben wir uns auf fürs nächste Mal. Ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns bald einmal wieder. Ja, schöne Grüße nach Zürich. Danke, tschüss. Tschüss.